Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 zu den Varo News. Heute beschäftigen wir uns mit Tag Nummer 2 und Tag Nummer 3. Denn leider war es mir leider nicht möglich, gestern noch ein weiteres Varo News Video zu machen, aber das wird in Zukunft hoffentlich nicht noch einmal passieren. Fangen wir nun aber an. Wie die Grafik schon zeigt, sind einige Teams ja bislang schon raus. Wir sehen, Team Stexpert ist raus und das gute Team von Skate und Kukielka. Ansonsten auch noch das Team Porkshop Media. Ansonsten ist in Folge 2 bzw. an Tag 2 und an Tag 3 leider nicht viel passiert. Die Teams haben leider gar nicht gefightet. Man kann aber dabei sagen, dass mittlerweile fast alle Teams Dias haben, bis auf die beiden Teams Hashtag Zufall, Hashtag Kein Fame und Hashtag Mautz. Diese Teams haben bislang keine Diamanten. Zu erwähnen ist aber auch noch, dass Team Hashtag Mautz mit einer neuen Challenge in Tag 2 und Tag 3 reingegangen ist. Bei Tag 3 mit einer Wäscheklammern-Challenge. Wenn ihr mehr erfahren wollt, was das ist, dann checkt doch einfach den Link in der Videobeschreibung aus und guckt euch das Video an. Denn es ist echt unterhaltsam und sehenswert. Und man kann auch erwähnen, dass sie dort eine sehr, sehr spannende Szene hatten, in dem nämlich Ari, die Freundin von Mr. Morgame, also auch die Teampartnerin, ja, sehr, sehr knapp an ihnen vorbeigelaufen ist. Aber sie hat es nicht gemerkt, dass sie sich unter der Erde tatsächlich eingebaut haben. Also Glück für Team Hashtag Mautz. Ansonsten ist eigentlich auch noch ein bisschen was passiert, was das Thema Strikes und Strafen betrifft. Ja, und zwar hat nämlich Revi, um da jetzt mal den Anfang zu setzen, hat nur 5 Minuten etwa aufgenommen und seine Festplatte ist dann einfach vollgegangen und deswegen, ja, gab es da den ersten Strike und seine Koordinaten wurden veröffentlicht. Der nächste Strike geht an MinusDew, der in einem Livestream die Server-IP gezeigt hatte, aus Versehen natürlich, und deshalb natürlich auch eine Strafe bekommt. Eine weitere Strafe geht an DebitorLP, nachdem er einen Bluescreen gehabt hatte und dadurch nicht mehr ganz der Bildschirm erkennbar war, muss er sich auch mit einem Strike begnügen. GLP durfte da wohl seinem Bruder wohl, ja, einen kleinen Strike geben und hat sich sicherlich sehr gefreut. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht sehr, sehr viel passiert in dieser Folge, beziehungsweise an diesen beiden Tagen. Man kann dazu sagen, dass wirklich Debitor, das Team von Debitor, das End gefunden hat und daher super viele Gegenstände hat. Einen großen Vorteil beispielsweise, was das Thema Bücherregale betrifft, denn das ist natürlich sehr, sehr glücklich, sowas zu finden. Und gerade in Varo ist das natürlich eigentlich schon fast am Anfang die halbe Miete. Ansonsten haben alle Teams, wie schon erwähnt, ja, Diamanten gefunden. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ja, es war relativ langweilig auf Varo dieses Mal. Aber ich hoffe, ihr fandet die News relativ spannend. der Strike und so weiter, das waren schon Sachen. 3 Strikes insgesamt. Krasse Sache auf jeden Fall. Das könnte auf jeden Fall in den nächsten Folgen sehr, sehr spannend werden, denn dort sind ja einige Koordinaten veröffentlicht worden. Und wenn wir auf das Team von Gamers Time und Zander LP gucken, ja, dann sehen wir, dass sie ziemlich bloody sind. Die sind richtig blutdürstig. Die wollen Leute töten. Und das kann sich noch sehr ziehen und sehr, sehr interessant werden. Das war's aber mit den Varo News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich melde mich dann morgen zurück zum 4. Tag von Varo. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag und viel Spaß beim Folgen gucken. Bis dann. Ciao.